Promis zeigen einem ja nur selten das eigene Haus. The Voice of Germany Moderator Tore Schölermann ist da aber zum Glück anders, denn er ist richtig stolz auf das, was er hat. Eines war dem 36-Jährigen ganz wichtig: Nachhaltigkeit. Deswegen hat er auch zusammen mit dem Energieanbieter E.ON eine Solaranlage auf dem Dach installiert und kann jetzt täglich checken, wie die umweltfreundlich Strom produziert. Das macht auch Spaß, weil ich gucke immer auf diese App jetzt schon. Bei gutem Wetter denke ich, heute wird wieder Strom produziert. Und das Ziel war eigentlich, autark zu sein mit dem Haus. Und das haben wir bis jetzt easy geschafft. Damit kann er dann beispielsweise Elektroautos laden. Die sogenannte Wallbox ist dabei nicht nur für einen sicheren Ladevorgang wichtig, sondern auch für dessen Dauer. Es geht einfach viel schneller, das Auto zu laden. Und das war uns wichtig. Und die Energie, die er nicht in seinem Haus verbraucht oder in seinem Batteriespeicher zur späteren Nutzung aufbewahrt wird, geht ins Netz und bringt bares Geld. Auch deswegen ist Tore Schölermann von seinem Konzept der Nachhaltigkeit überzeugt. Doch man braucht dafür nicht unbedingt eine Solaranlage auf dem Dach. Jeder kann sein Verhalten selbst hinterfragen und beispielsweise durch Wasser- oder Stromsparen etwas für die Umwelt und den Geldbeutel tun. Denn manchmal braucht es nicht viel, sondern viele, um etwas zu bewegen.